und herzlich willkommen zu Roten Couch Express. Mein Name ist Jessica Bischoff von Publish Industry und ich begrüße recht herzlich den Roland Schmidt. Er ist Vertriebsleiter bei der Friedrich Lütze GmbH. Hallo Roland. Hallo Jessica. Ja, jetzt haben wir uns ja auch schon ein, zwei Jahre nicht mehr gesehen. Corona sei Dank, beziehungsweise leider wegen Corona. Aber die All About Automation steht quasi in den Startlöchern. Welches Highlight zeigt ihr uns denn dort? Na, unser diesjähriges Highlight ist die neue Lockbox-Generation. Für die elektronische Stromüberwachung bis 10 Ampere DC. Dazu haben wir die seit vielen Jahren erfolgreiche und auch bekannte Lockbox-Familie in puncto Montagevereinfachung, Anschlusstechnik und Schaltschrankperformance weiter optimiert. So ist mit diesem Upgrade der komplett werkzeugfreie Einbau der Lockbox im Schaltschrank möglich. Ich zeige es Ihnen mal ganz kurz. Statt den üblicherweise verwendeten Federzuklemmen setzt die neue Lockbox auf die Push-In-Technik und bietet somit auch einen deutlich erweiterten Klemmquerschnitt. Sie können Adern mit und ohne Aderenthülse bis 2,5 Quadratmillimeter anschließen. Der blaue Betätiger ermöglicht eine leichte Demontage der Adern. Die neuen Module verfügen auch über eine Prüföffnung. Und der bewährte Schlitz für das Brückensystem sorgt weiterhin für einen reduzierten Vertratungsaufwand. Ja, super. Das ist ja schon mal einige Erneuerungen. Aber liege ich auch richtig, dass sich in Größe und Bauform etwas getan hat? Ja, richtig. Für noch mehr Platz und Strömungsfreiheit im Schaltschrank wurde das Lockbox-Gehäuse um insgesamt 8 mm verschlankt. Und eine im Modulsockel integrierte Feder verbessert den Halt erheblich. Das heißt, die Lockbox sitzt auf der Hutschiene nun besonders sicher. Durch das neue abgerundete Design der Lockbox geht der Einbau reibungsloser und mit weniger Widerstand vonstatten. Sie tun sich also da sehr leicht. Darüber hinaus haben wir die Lockbox mit zusätzlichen LED-Funktionen ausgestattet, welche zum Beispiel über den Ist- und Soll-Einstellungszustand informiert. Also im Klartext, eine LED, die leuchtet gelb-rot, wenn sie den von Ihnen eingestellten Einstellwert noch nicht aktiv bestätigt oder aktiviert haben. Und natürlich ganz wichtig, die typische Lockbox-Alleinstellungsmerkmale wie die patentierte Kennlinie und die große Variabilität, die bleibt natürlich erhalten. Was natürlich auch sicher viele interessiert, die Anschlusspunkte der alten Generation und der neuen Generation sind zu 100% kompatibel. Es sind ja einige Innovationen in Sachen Lockbox, aber was präsentiert uns Lütze denn sonst noch? Nun, wir haben ja vier Technologien. Eine weitere ist das Thema Cable. Und da haben wir die neue Lütze Superflex-Leitung und Servo-Leitung. Diese wurde für eine zulässige Temperatur, also hier zum Beispiel, zulässige Temperatur bis 90 Grad Celsius optimiert. Als Beispiel darf ich Ihnen hier zeigen, die Servo-Leitung für Siemens-Antriebe. Das ist noch eine spezielle, die hat auch integriert die Ethernet-Leitung, ist somit ganz neue Technologie, die One Cable Solution. Auch diese haben wir auf 90 Grad Celsius optimiert. Konkret bietet die neue Leitung zwei Vorteile. Zum einen erlaubt der qualitativ verbesserte Materialeinsatz bei gleichem Kabelquerschnitt eine höhere Strombelastbarkeit. Zum anderen lassen sich die Leitungen durch die höherwertige UL-Approbation für 90 Grad Celsius Anwendungen nach US-Standards der NAC und NFPA 7.9 einsetzen. Da die Leitung anstelle der NFPA 7.9 definierten 75 Grad ja nun die 90 Grad erlaubt, kann zum Beispiel beim Einsatz der Kabeldurchmesser AWG 18, also 1 mm Quadrat, die Strombelastbarkeit um 100% von 7 auf 14 Ampere gesteigert werden. Und das Beispiel zeigt auch deutlich, dass durch den höheren Temperaturbereich auch höhere Ströme übertragen werden können. Dies bedeutet für den Anwender eine erhöhte Betriebssicherheit und auch unter Umständen Kostenersparnisse. Ja, Roland, vielen Dank für die spannende Vorschau schon mal auf die All About Automation. Ich freue mich, dich auf unserer nächsten Messe wieder mal wiederzusehen.
Da schließe ich mich an, freue mich auch schon sehr, um Ihnen, lieben Zuschauern, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auch ich freue mich, Sie auf unserer Messe begrüßen zu dürfen.